Moin, moin, wie der Jörg sagen würde. Hallo zur Lesung Nummer 17. Ja, früher mal Agenda, heutzutage der satanischen Agenda. Und irgendwie ist alles dasselbe. Also man versucht uns da in gewisse Richtungen hinzudrängeln und uns einfach nur mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen. Es geht immer um dasselbe. Es geht immer um die Beeinflussung durch Musik, durch die Musikindustrie, durch Filme, Fernsehen, Videoclips. Und deswegen heute Abend hier die Lesung Nummer 17 mit dem Untertitel sozusagen Die Legende von Pink Floyd und Lucifer, Teil 4. Und dazu begrüße ich dann, wie immer, meinen Mitstreiter Jörg. Hallo. Ja, moin moin, wie ich eben zu sagen pflege. Genau. Schön, wieder mit dir hier zu sein, um die nächste Sendung zu machen. Ich habe mir gerade ein paar Weingummis geholt, die ich in der Zwischenzeit essen kann. Sowas gibt es nämlich hier in Belgien nicht zu kaufen. Gelatinefreie Weingummis, ja, vegetarisch. Mhm. Und die sind von Katjes, die heißen Wunderland und die sind alle in Regenbogenfarben. Aha. Ja, dann vergesse ich natürlich das Thema der Sendung die ganze Zeit über nicht, ne? Nee, das ist wohl wahr, ja. Mhm. Gut, aber ich möchte dich gerne zu Wort lassen, dass du weitergehst in deiner wunderbaren Erklärung über die Musikalben, die wir gerade ja letzte Sendung angefangen haben und wo du einige Minuten dich gut ausgelassen hast. Wie gesagt, probier es ein kleines bisschen langsamer zu machen, dass die Leute das eine oder andere Cover in der Zwischenzeit auch noch sehen können, aber fahr sonst bitte fort, Michael. Ja, und deswegen ohne weitere Verzögerung sind wir jetzt ordentlich gelandet im Jahre 1976. Wir sind dabei, uns die Liste von den ganzen Alben anzuschauen, die die Firma Hypnosis, also Hypnose und Hypnosis, da hatten wir ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, was das alles bedeutet. Eben überhaupt nichts Lustiges und nichts Christliches, sondern letzten Endes dann halt philosophische Lehre und Beeinflussung durch gewisse Symboliken in der Gnostik. Gnostischen Lehre. Deswegen sind wir jetzt bei 1976 gelandet bei Alan Parsons Project. Alan Parsons Project, Tales of Mystery and Imagination, zu Deutsch Geschichten der Mysteriosität und der Vorstellungskraft. So, und die Alan Parsons Project ist eben zwei Musiker, Alan Parsons und Eric Wolfson, die sich da getroffen haben. Alan Parsons erwähne ich deswegen und wird auch Teil einer Lesung sein, weil er der frühere Toningenieur der Alben von 1969 und 70 der Beatles ist. Da war er Co-Produzent. Und er war auch ausschlaggebend tätig für Pink Floyd Dark Side of the Moon. Deswegen passt er natürlich dann auch in eine Lesung besonders gut rein. Tales of Mystery and Imagination handelt von den Horrorsgeschichten von Edgar Allan Poe, wo es sich also nur um Mord und solche ganzen Geschichten dreht. Also ihr seht, die Themen, die die Menschen da behandeln, sind keine positiven Themen. Ja, das hat eben nichts mit kleinen Kindern, Tiere, alten Menschen und Liebe zu tun, sondern es geht sich da ganz oft um Macht, um Mord und Totschlag und solche ganzen Sachen. Und ob ihr jetzt AC/DC hört aus demselben Jahre mit Dirty Deeds, dann Dirt Cheap, es ist alles letzten Endes negativ, ja, zwingend negativ. Und deswegen passt der Alan Parsons jetzt gut hier rein. Als nächstes haben wir die Gruppe Black Sabbath, die ich selber nie gehört habe. Aber wenn ich mich schon Schwarzer Sabbat nenne, dann ist doch irgendwie klar, dass ich da jetzt einen religiösen Hintergrund meine. Und schwarz ist nun mal halt einfach die Farbe, die alles Licht schluckt. Und Jesus Christus in Johannes 8,12 sagt, ich bin das Licht der Welt. Also worauf beziehen wir uns da? Ja, so Black Sabbath, da kann man so stehen, wie man will. Es ist sicherlich kein lustiges Thema und wenn man sich schon so nennt, dann hat man da auch einiges mit zu tun. Dann ist es dann letzten Endes kein Zufall, dass man sich den Namen wählt, denn wenn man so lustig drauf wäre, wird man sagen, ja, ich habe jetzt hier den Namen Roter Lollipop oder so, aber nein, das muss Black Sabbath heißen und diese ganzen Hard Rock, Heavy Rock, am besten noch Death Metal, bei Death Metal ist die Zielrichtung ja nochmal wirklich klar. Na nun gut, dann haben wir jetzt die Gruppe Genesis. kann man ja nichts mehr zu sagen. Genesis, damals noch mit Peter Gabriel, aus dem Jahre 1976, A Trick of the Tail. Also, ja, also ich meine, wenn ich bei dem Titel nicht lachen muss, dann weiß ich nicht wann. Ja, also der Trick ist klar und Tail ist der Schwanz. Also, bitteschön, ist kein positiver Titel. Und wenn man es da an gewisse Dinge aus der Genesis dran erinnern, dann wüsste ich ein Tier. Also, tut mir leid, ich kann da nicht mehr an mich halten. Also, wenn man den Zusammenhang nicht sieht, dann sollte man sich erstmal in die Videos von Joggler 66 angucken, glaube ich. Hier, sieht doch den Gehörnten mit dem Schwanz und den
Ja, ich sag ja, also ich meine, alleine schon die Albentitel, wenn man sich die anguckt, ja, wir gehen jetzt nicht in die Lyrics rein und nix, nur die Albentitel, ja, dann, man weiß doch schon, aus welcher Richtung das kommt, ne? Ja, ich weiß es auch nicht, also, ja, DanCC habe ich noch nicht recherchiert, ist eine super interessante Sache, weil es so einer meiner totalen Geheimfavoriten war. Gut, muss ich mich mal mit beschäftigen, deswegen habe ich es rot markiert, damit ich mal irgendwann, wenn ich die Zeit habe, mich da auch mal mit befasse. Led Zeppelin ist klar, mir ist auch jetzt wieder der Name eingefallen, des Gitarristen da oder des Sängers da, Jimmy Page heißt er, und der hat halt dieses Anwesen von Crowley gekauft. Ich meine, das war sogar eine Umgebung von Loch Ness. Also alles so ein bisschen, ja, eine sehr super interessante Geschichte, wo wir jetzt keine Zeit haben einzusteigen, aber Led Zeppelin an vorderster Front eben mit verschiedensten Dingen, mit Medikamenten, Drogen und so weiter und vor allen Dingen halt mit ihrem Stairway to Heaven, was eine Reminiszenz eben ist an die Gegenseite, muss man sich jetzt, glaube ich, nicht mehr viel erklären, da gibt es genug Videos drüber. Ja. Brand X, eine sehr interessante Geschichte, glaube ich, ist eine Nebengruppe gewesen von, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich rede jetzt gerade live aus dem Gedächtnis hier, ich meine von Mike Rutherford von Genesis. Brand X ist deswegen problematisch, weil Brand eine Marke ist und X ist eben, steht eben im Okkultismus für die Verneinung von Jesus Christus als Erlöser. Ja. Dann ist es letzten Endes ein Kreuz, das quasi auf die Seite gefallen ist, dieses X. Also bei dem X ist nicht harmlos und ist nicht lustig und ist also nie positiv X. Ja, und es gibt ja auch, als X gibt es ja auch ein Kreuz, das sogenannte Andreaskreuz. Also es ist nicht lustig. Es ist überhaupt nicht lustig. Und der Titel des Albums heißt Unorthodoxes Benehmen. Ja, und gut. Ich habe mir, wie gesagt, nicht angeguckt, aber bei Brand X leuchtet bei mir schon eine Glocke. Dann haben wir jetzt hier Wings, Wings over America, kann natürlich auch bedeuten, aha, guck mal hier, Flügel oder Schwingen über Amerika. Man könnte das als eine Reminiszenz an ein geflügeltes Wesen beispielsweise sehen, auch wenn ihr denkt, das ist jetzt weit hergeholt. Aber warum nenne ich mich erstmal Wings? Ja, weil, soweit mir bekannt, ist Paul McCartney nie ein Engel gewesen. Ja, also kleiner Witz nebenbei, aber ist ja so. Ja. John Anderson unten drunter, Leadsänger gewesen von Yes bis Anfang der 80er. Habe ich jetzt nicht schwarz, nicht rot gemalt. Nazareth, Close Enough for Rock'n'Roll, 1976. Ja, Rock'n'Roll, wie gesagt, ist halt Jesus Christus, ist der Rock, der halt ins Rollen gebracht wird irgendwann und der alle Königreiche dieser Welt dann halt auch zerschmettern wird. Und das ist eben die Figur aus dem Buch von Daniel mit dem Metallmenschen. Und deswegen Rock'n'Roll. Ihr müsst euch mal fragen, warum Rock'n'Roll heißt. Er heißt nicht Rock'n'Roll, weil die Mädchen in den 50er Jahren Petticoats anhatten und weil da irgendwelche Leute Bierfässer durch die Gegend gerollt haben. Das ist meiner Meinung nach eine Verhunepiepelung. Ja, nach dem Motto, wir machen jetzt Musik gegen denjenigen, der angeblich der Fels ist. Und der Begriff Rock oder Fels kommt ja öfters im neuen Evangelium vor, also im Neuen Testament vor. Ja, beispielsweise, wo Jesus dann sagt, wo in einem anderen Kontext zu Petrus, du bist der Fels, ne, und so. Also es ist unsinnig, dann zu sagen, Rock'n'Roll bedeutet überhaupt nichts, weil irgendjemand muss diese Wortschöpfung ja mal gemacht haben. Wäre mal sehr spannend, überhaupt mal da eine Sache dazu zu machen. So, dann haben wir jetzt hier 1976 Genesis, Wind and Wuthering, gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber wie gesagt, Genesis dürfte ja bekannt sein. 1976 haben wir jetzt John Miles. John Miles, einer der Hauptsänger gewesen von The Alan Parsons Project, hat einen riesen Welthit gehabt mit Music. Music was my first love and it'll be my last. Music is the future and music is the past. Soweit mir bekannt, ist aber Jesus Christus der Anfang und das Ende, Alpha und Omega und nicht die Musik. Und deswegen glaube ich, zumindest eine Hypothese aufstellen zu dürfen, dass John Miles mit Music eben da eine Hymne gemacht hat, die eben das bezeugt, dass also Musik das Allerwichtigste in der Welt ist. Und ich habe da eine gegenteilige Meinung zu, weil ich die Bibel kenne. Und deswegen das zu John Miles und John Miles Music. Wenn ihr das nicht kennt, habt das einmal im Radio gehört, ihr wisst genau, was es ist. Der Titel ist übrigens auch, wenn mich nicht täuscht, sogar von Alan Parsons produziert worden. Ich weiß es nicht genau, aber die Bläsereinsätze und das Orchester drumherum könnte dafür sprechen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich will jetzt auch nicht alles recherchieren. Gut, also 1977, Alan Parsons Project, I, Robot, nicht der Film mit Will Smith, ja, sondern halt
eine Reminiszenz an Isaac Asimov und seine Erzählungen mit den verschiedenen Gesetzen für die Roboter der Zukunft. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Da komme ich dazu in der Sendung gern ein paar, sonst da werde ich jetzt nicht alles Pulver verschießen. Dann, man sieht ja auf dem Cover schon, das hat mit eher doch mit Transhumanismus zu tun als mit allem anderen. Wobei wir ja schon wieder bei unserem Thema der Transgender- und Transhumanismus-Agenda dann da wären. Ne? Also ich meine, wir reden jetzt von 1977, Leute. Wir reden von 42 Jahren. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ne, Jörg? Ja, und die grafischen Artisten hier sind Hypnosis, ne? Genau. Und dieses Foto ist übrigens aufgenommen worden an dem Flughafen von Paris, der also sehr, sehr spacig gehalten wird mit diesen ganzen Plexiglas-Rolltreppen oder Wänden da. Und ja, als Artfoto, als künstlerisches Foto reinkopiert ist da eben so ein Roboter. Und wie gesagt, nochmal, wir reden von 1977. Und wenn man sich anschaut, wie weit unsere Roboter sind, dass es schon Roboter gibt, die Staatsbürgerschaft von Saudi-Arabien haben, ist kein Spaß, ist wirklich so, ja, die vor der UN gesprochen haben, dann sollten wir euch halt wirklich mal irgendwann die Alarmglocken klingeln. Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, in Indien werden Delfine ja auch Menschen gleichgestellt, ne? Ja, man muss sich ja mal vorstellen, irgendwann macht man die Tür auf, da steht ein Roboter und gibt dir das Paket, ich meine, und der sagt dann zu mir, sagen Sie Ihren Code oder so, und irgendwann wirst du doch mal völlig irritiert, wenn, ich finde es immer ganz interessant, dass die interessantesten, wichtigen Dinge natürlich gar nicht in den Mainstream-Medien und in den Nachrichten auftauchen, aber, ich meine, was sagt uns dieses Cover hier, dass Alan Parsons Project halt einfach diese ganze Geschichte hier total toll finden, dass sie ein ganzes Album davon machen? Ja, ich habe schon wieder nicht. Ich habe Alan Parsons Project, habe ich jetzt eine Pyramide. Bei Alan Parsons habe ich jetzt Horrorgeschichten, bei Tales of Mystery and Imagination, eins natürlich meiner Lieblingsalben, aber sehe ich natürlich heute in einem ganz anderen Kontext. Und jetzt habe ich hier eine Roboterpuppe oder eine Roboterzeichnung da drauf. Ich warte immer noch auf ein Kind von zufriedenen Pferden auf einer Wiese, die genüsslich Gras essen. Finde ich nicht. Finde ich einfach nicht. Ich finde immer nur egoistische und postmoderne oder wie sich das schimpft, surrealistische Sachen, ja? Und da sind wir schon wieder bei Salvador Dali. Okay. So, dann haben wir hier nochmal Brand X, Brand X. Dann haben wir Bad Company. Also, wie gesagt, der Name ja schon, in schlechter Gesellschaft, Burning Sky, ja, der Himmel brennt. Ich meine, entschuldige, ich brauche die Musik nicht zu hören, um zu wissen, dass es nichts Positives sein kann. Weder wenn der Himmel brennt, noch wenn ich in schlechter Gesellschaft bin, oder? Also, ich meine, denke ich jetzt verkehrt? Bin ich jetzt hier neben der Spur? Oder Bad Company, toll. Ich meine, wo spielst du? Ja, ich bin Gitarrist in schlechter Gesellschaft. Ja, ganz toll, super. So, dann noch 77 Pink Floyd Animals, kommen wir noch zu. ELO, The Light Shines On, sehr, sehr problematischer Titel, wenn man die Bibel kennt. Dann haben wir Peter Gabriel, der sich da Solo gemacht hat und alle vier Alben oder die ersten Alben zumindest bei Hypnosis hat stylen lassen. Auch sehr, sehr interessante Alben und vor allen Dingen sehr, sehr interessante Cover. Peter Gabriel 2 ist K, da sitzt er dann in Peter Gabriel 1, so K, das ist das bekannte Album mit dem Titel Salisbury Hill, sein erster Hit überhaupt gewesen. Und die interessanten Alben, die er gemacht haben, sind eigentlich dann die späteren, aber gut. Dann haben wir jetzt hier Yes mit Going for the One. Da ist die Frage, wer ist denn jetzt der eine, ne? The One? Die kannten noch nicht die Matrix damals, ne? Also die kannten noch nicht Neo. 1977 war Neo noch nicht bekannt, das kam 22 Jahre später, glaube ich. Okay, so, und deswegen wendet der Jörg jetzt lieberweise, dankenswerterweise die Geschichte rein. Also wir sehen, The One ist irgendjemand, der das World Trade Center ganz toll findet oder so. Ich weiß es nicht, also sieht so ein bisschen aus für mich wie World Trade Center irgendwie, ne? Also irgendwie, oder, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendetwas, ein nackter Typ, der, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall alles sehr, sehr künstlich und sehr, sehr strange, also der Mann ist sehr arm, hat nichts anzuziehen und steht dann in der Welt der Moderne gegenüber von Leuten, die ganz viel Geld haben, um solche Gebäude zu machen. Ich will da gar nichts zu sagen. Das war jetzt gerade auch Sarkasmus, was ich gerade angebracht habe. Aber es ist halt künstlerisch und künstlerisch ist halt anscheinend alles erlaubt. Ja, jetzt kommen wir 1977 zur Gruppe Space. Und zwar ist das eine französische Didi Mironi oder wie der heißt, mit einem absoluten Welthit. Da habe ich sogar mal einen Mix von gemacht. Und zwar heißt dieses Lied wohl, wenn das die Gruppe ist, Magic Fly.
Ja, bei Magic dürftet ihr das schon wieder staunen, weil schon wieder Magic und Fly ist dann der Flug, es ist dann nicht die Fliege. Der Herr der Fliegen wäre auch interessant, ist nämlich der Beelzebub oder Baal, Zebub, beide Schreibweisen möglich. Und das ist eben dann auch eine Reminiszenz an Satan. Also Magic Fly ist dann auch, es kann ja beides heißen, ist ja der Gag. Ne? Es kann ja heißen der magische Flug, ja, und es kann auch heißen die magische Fliege. Ne? Also Achtung, Achtung, kann ich da nur sagen. Das ist, fällt mir auch gerade erst auf. Aber Space ist ja so ein Begriff. Wir wissen ja noch nicht mal heute, wo die Atmosphäre aufhört, der Erde, und wo der Space beginnt. Ne? Also alles sehr, sehr spacig hier. Und deswegen gab es halt auch Ende der 70er diese ganze Geschichte nach Raumschiff Enterprise und Mondbasis Alpha 1, wo die Leute hingegangen sind und gesagt haben, boah, Krieg der Sterne kommt, der George Lucas. Und da gibt es sehr, sehr okkulte Geschichten über den Krieg der Sterne und dessen Produktion. Und es gab damals auch Kampfstern Galactica mit Lon Green von den Cartwrights und mit Dirk Benedict, den ich immer ganz toll fand. Und da war halt letzten Endes dann auch einiges dabei. Also Space war sehr angesagt. Sheila B. Devotion hat in Ende der 80er oder Ende der 70er gemacht, Spacer. Alcazar hat es damals dann gecovert, 2000 und Crying at the Discotheque geht zurück auf Sheila B. Devotion, Spacer. Ja, okay, so viel zu Space. Status Quo ist auch klar, ist reiner Rock und gut, also Status Quo habe ich jetzt nicht viel zu sagen, aber ich habe es nur aufgelistet hier, weil es eine sehr, sehr bekannte Gruppe ist, eigentlich aus den 70ern. Ne? Und ja, das andere heißt jetzt hier Straws, die Gruppe kenne ich überhaupt nicht, Deadlines, nicht unbedingt der positive Titel. Dann 77 Paul McCartney, wie gesagt, habe ich jetzt hier nur aufgelistet, weil halt einfach eine Reminiszenz an die Beatles. 1978 David Gilmour, über den werden wir bald stolpern. David Gilmour ist nämlich, und jetzt kommt's, ihr wisst es ja alle, die euch mit Big Find auskennt, David Gilmour ist der nach dem Weggang von, ach, jetzt komme ich auf den Namen wieder nicht, ne? These are the pros and cons of hitchhiking. Wie heißt denn jetzt der originale Sänger von Pink Floyd? Ach Mensch, komm jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall ist er also der Gitarrist von Pink Floyd, der also so unheimlich toll Leadgitarre kann. Ja? Und deswegen hat er jetzt hier sich mal selbstständig gemacht, beziehungsweise mal ein Solo gemacht, Soloalbum David Gilmour. Und David Gilmour ist der absolute Luciferianist. Absolut. Da, den Beweis werden wir eventuell in dieser Lesung noch machen, spätestens in der nächsten. Ja, also da gibt es nichts drüber. So, dann haben wir jetzt hier Styx, Pieces of Eight. Habe ich deswegen aufgelistet, weil wir hatten schon mal in der letzten oder in der vorverletzten Geschichte die Sache mit Take Me Back on My Boat of the River. Und das ist eben von der Gruppe Styx gewesen. Und dieses Album hieß Pieces of Eight. Die LP habe ich selber mal gehabt. Ne? Also da habt ihr diese Gruppe Styx nochmal. Boat on the River kommt also aus derselben Designschmiede sozusagen, das Cover zumindest, wie Pink Floyd und alle anderen. Dann haben wir 1978 eine englische Gruppe namens Ecstasy. Und das ist nicht nur Ecstasy, sondern es ist auch die Droge Ecstasy mit E-C-T-A-S-Y. Ja, und ja, Ecstasy in England ziemlich bekannt gewesen damals und hatten einige Hits in den 80ern. Making Plans for Nigel oder Runaway, ganz bekannte Stücke, alles so Top 10, Top 10, Top 20 Hits in England gewesen. Aber Ecstasy natürlich eine Gruppe, die ja, der Name steht für Drogen, da brauchen wir nicht drüber zu deuteln. Ne? So, 1978, Genesis wieder, And Then There Were Three, ist deswegen die Reminiszenz, weil zwei Leute weggegangen sind von Genesis, der Steve Hackett ist weggegangen und der Peter Gabriel ist weggegangen. Und 1978 waren sie eben noch zu dritt, hatten da einen Welthit gehabt mit Follow You, Follow Me und eigentlich sollen wir ja nur einem folgen und keinem Menschen. Ne? Und deswegen, also And Then There Were Three, habe ich selber mal gehabt, die Gruppe Genesis immer für solche ganzen Aktionen eben gut, dass sie dann halt ja, ihrem Namen eben keine Ehre machen und eben nicht über solche Themen kolportieren, sondern über andere. So, 1978, Peter Gabriel, mein ehemaliger Lieblingssänger, Peter Gabriel 2, as known as Scratch. Da sehen wir nämlich ihn quasi wie so animalisch mit seinen, wie soll ich das sagen, mit seinen Händen da, wie er dann so irgendwas dann kaputt macht oder so. Also Peter Gabriel, der Scratch, geht dann schon in die Richtung, guck mal hier, ist eine Kunstform, aber ja, naja, gut, also muss man jetzt nicht irgendwie mögen. Vor allen Dingen, es gibt auf dem Album selber kein Lied, was Scratch heißt. Ja, es hat also gar keinen Bezug zum Album. Was will uns der Künstler dann damit sagen? Kann ich jetzt auch nicht so auf Anhieb sagen, aber es ist mal wieder so ein
Ding, so ein Teil, wo eben der Text nicht so, also wo eben das Album eine eigenständige Kunstform ist und eben keinen Bezug zu dem Titel hat im Album. Ne? So, dann haben wir jetzt hier nach Peter Gabriel haben wir Time Passages von Al Stewart. Den Titel finde ich ein bisschen sehr seltsam mit den Zeitpassagen. Gut, kann ich jetzt aber nicht viel zu beitragen, will ich auch jetzt gar nicht. Auch der Jörg hat sich aber so eine schöne Arbeit jetzt gemacht. Jetzt gucke ich mir das Cover zum ersten Mal überhaupt mal an und stelle da fest, okay, sieht ja so aus wie ein paar Schwingen da hinten, ne? Die man da so, die Wolken so eine Art, als wenn das so Engelsflügel oder Flügel wären, ne? Also das ist ja schon wieder ein bisschen seltsam mit diesem Symbol. Das ist auf jeden Fall keine natürliche Wolkenformation, die da ist. Es hat auch nichts mit Harp zu tun, so auf 1977. Es scheint da eine Reminiszenz an etwas anderes zu sein. Könnt ihr euch ja gerne selber mal Gedanken zumachen. Dann haben wir 1978 Alan Parsons Project mit ihren Pyramiden. Da kommen wir ja nochmal zu, die brauchen wir jetzt nicht. Dann haben wir 1978 nochmal Black Sabbath, Never Say Die. Ist ja auch schon mal so ein sehr seltsamer Titel, sagt niemals stirb. Also, weiß ich nicht. Also, gibt ja Menschen, die glauben ja an diese Wiedergeburtslehre, ne? Dieses Karma und das Rad der Wiedergeburt und so weiter und so fort. Also, das könnte ja alles schon in diese Richtung fernöstliche Religion gehen irgendwo, ne? Ja, dann sind wir bei 1978, sind wir bei der Gruppe UFO. UFOs gibt's definitiv. UFO heißt nichts anderes als unidentifizierbares Flugobjekt. Das heißt, wenn also jetzt eins eurer Kinder eine total strange und total bescheuerte Frisbee baut, ist das auch ein unbekanntes Flugobjekt, wenn irgendjemand das durch die Gegend segeln sieht und sagt, was ist das denn für ein Ding? Dann ist es schon ein UFO. UFO heißt nicht zwangsläufig, das ist ein mit Alien bestücktes, mit Riesenantennen ausgefahrenes Ding, was mit 16.000 Kilometern über die Antarktis fliegt. Das heißt es nicht. UFO heißt nur, es ist unidentifizierbar. Das heißt, wenn ihr eine Bananenschale bei Tempo 180 aus dem Auto wirft, ist das für andere ein unidentifizierbares Flugobjekt. Das ist halt das, was UFO heißt. Okay, aber der Titel des Albums ist doof. Da heißt nämlich Obsession, ja? Also Obsession. Und naja, gut, also sollte man nicht irgendwo dem erliegen, dass man dann irgendwie von irgendetwas besessen ist, ja. Und das ist eben, geht eben in, genau in diese Richtung, dass man sagt, ja, ne, guck mal hier, ne, ich bin so der totale Fan von irgendetwas und ich bin da besessen von und so. Also eine Besessenheit ist nicht gut. Ist kein besonders gutes Thema. 1978 hatte dann 10cc ihr ganz bekanntes Album Blutige Touristen, was ich dann also nicht, was ein Wortspiel ist, ne? Also, Bloody in Englisch heißt nicht unbedingt blutig wie die Blutwurst, sondern Bloody Tourist heißt dann beispielsweise auch verdammte Touristen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe es jetzt nur mal deswegen reingestellt, weil ich dieses Album gut kenne und auf diesem Album halt auch Dread Dog Holiday drauf ist, wo jemand bedroht wird. Also auch da haben wir in den ganzen Sachen, die da beschrieben werden, eben keine positiven, nicht unbedingt positive Inhalte. Ja? Dann haben wir 1978, du bist jetzt bei 10cc, 1978 Die heiße Schokolade. Eine Gruppe um Errol Brown, glaube ich, so hieß der Leadsänger, so ein total, in Anführungsstrichen, charismatischer Typ mit einer Glatze. Und die haben geschrieben damals ein ganz bekanntes Stück, so ein Disco-Stück, so ein richtiger Hammer wirklich. Jeder ist ein Gewinner, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Ja, denn wenn jeder ein Gewinner wäre, würde es ja keine Verlierer geben. Ja, und jeder ist nur der Gewinner, wenn er erkennt, warum er aus dem Grunde überhaupt auf dieser Welt in der Existenz ist. Ne? Aber jeder, der das nicht weiß und vielleicht sein Leben als total verzweifelter Mensch oder halt als meinetwegen im Extremfall als Mörder zubringt, ja, der ist kein Gewinner. Also kann nicht jeder ein Gewinner sein. Also von daher die Message, die hier gemacht wird, everyone's the winner, that's the truth, so heißt der Refrain, ist völlig Banane irgendwo. Ne? Aber wer achtet auf die Texte? Die Leute achten auf den Groove. Und das ist ja eben das, was immer der Rhythmus, wo man mit muss. Ne? Ist ja halt dieser Spruch halt, ne? Wo man mit muss. Naja, gut. Dann haben wir jetzt Hot Chocolate, auch sehr interessant. Die haben 1981 ein Lied gemacht, das heißt No Doubt About It, also kein Zweifel darüber, wo es darum geht, dass ein Alien, da haben wir mal beim UFO, bei einem Alien-UFO auf der Erde landet, ja. Und das ist auch wieder mal diese typische Agenda, dass uns weiß gemacht wird, ja, da draußen fliegen irgendwelche grünen, blauen, gelben oder was weiß ich, Männchen rum und die kommen dann irgendwann mit dem Raumschiff auf unsere Erde, als wenn wir hier nicht genug Probleme eh schon hätten. Ja. Also selbst wenn es das gäbe, was nicht in der Bibel steht und deswegen auch völlig hanebüchen ist, nicht Haunebu, Hanebüchen ist, ja, ist es natürlich dann auch so, dass alleine aus dem Logischen heraus, also aus der Gnostik heraus, selbst wenn man jetzt Gnostiker wäre, müsste man noch zugeben, also bevor die hier landen, mit der Musik, mit den Leuten, ja, bei dem Zustand, den unsere Erde hier ist, ja, die fliegen doch lieber weiter. Also da
weiß ich nicht, also ist völlig hanebüchen. Ja, gut. So, die Wings haben wir dann wieder, 1978, klar, die sind jetzt schon Stammkunde, dann haben wir 1978 Jerry Rafferty, ein Welthit, One-Hit-Wonder, ja, Baker Street, kennt auch jeder, ne? Dann haben wir die Scorpions, meine ich, eine deutsche Gruppe. Das Lied von Gary Rafferty habe ich mir damals noch gekauft, 1978 war ich in England, in London, mit der Sprachenschule EF, weil ich so schlecht in Englisch war. Und damals habe ich mir unglaublich viele so Buttons gekauft, weißt du, so Plaketten, die man sich an die Jacke heften konnte und so. Und habe unter anderem bin ich beim Konzert gewesen von James 69 in Wembley Hall. Und von Gary Rafferty habe ich mir damals die Single gekauft. Und das war so eine farbliche Single, also keine schwarze Vinyl. Ja, die waren toll, ne? Ja, die war, genau. Da war so, ja, blau, schwarz, ja. Dinge, so Bild drauf, war ganz, ganz toll. Und das war halt das Lied Baker Street, ne? Ja. Ah, jetzt merke ich gerade, ich bin verkehrt. Das war von Sniffin' the Tears, was ich gekauft hatte. Driver's Seat, oder was? Ja, Driver's Seat. Das Lied von Gary Rafferty fand ich zwar ganz toll, aber ich hatte Sniffin' the Tears, Driver's Seat, habe ich die farbige Platte gekauft in London damals. Ja. Doing all right. Little Journey on the Saturday night. Genau, ja. Gut, aber Jerry Rafferty sagt einem so nichts, aber Baker Street, das Lied mit dem Saxophon kennt jeder. Ne? Ja, genau. Das glaube ich auch, ja. So. Dann kommen die Scorpions, dann kommen halt eine deutsche Gruppe mal, dann kommt Alan Parsons Project mit Eve, also Eva, also schon wieder ein biblischer Bezug sozusagen. Da kommen wir noch ganz ausführlich drauf zu sprechen. Dann haben wir wieder die schlechte Gesellschaft mit den Desolation Angels. Ich meine, wenn da nicht die Glocke klingt, ja, dass es eine biblische Referenz an gefallene Engel ist, dann ist es aber dann ja, mir fällt da nichts anderes zu ein, als so ein Inhalt, ne, als so ein Kontext. Ja, da sind wir jetzt schon bei 1980 fast angelangt. Tennessee Greatest Hits, Led Zeppelin, Brand X, alles Wiederholungstäter. Steve Phillips 1979 noch mit Live Herald, ein total begnadeter, in Anführungsstrichen, Gitarrist, nach dem Weggang von Genesis gewesen, in Deutschland auch sehr hoch geschätzt. Searching for the Spark ist ein Stück, was ich super fand, so ein totales Live-Stück. Hat dann letzten Endes jetzt, ich kenne nichts Negatives über den Mann, aber wenn man halt Mitglied von Genesis gewesen ist, hat man natürlich dann schon so mal einen zweiten Blick verdient. Ne? So, dann haben wir Gotti und Cream. Gotti und Cream ist ein Duo, was aus Tennessee entstanden ist und damals 1979 angefangen hat, mal so ein paar Hits zu schreiben, ist so in Richtung An Englishman in New York, also eben nicht das, was Sting 83 gemacht hat, sondern eine ganz andere Version mit einem anderen Text. Und die waren halt sehr, sehr kreative Köpfe auch. Und Gotti & Cream kennt man eigentlich, die meisten kennen das aus Miami Vice. Und mit dem Lied Cry, wo dieses Gesicht immer morpht in ein anderes Gesicht und alles schwarz-weiß gehalten wird für vier Minuten. Und das ist natürlich ein totalen Leckerbissen, wenn man das so sieht als Video. Gotti & Cream Cry. Also das war damals mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, war das absolut überwältigend. Ne? Und wieder Hypnosis als grafischer Artist. Ja, natürlich. Das ist alles jetzt. Das hast du immer hier. Ne? So, dann haben wir nicht überall bis jetzt. Ne? Nicht überall. War das bei allen, die du vorgelesen hast bis jetzt? Oder stand nicht das, drauf? Das ist die ganze Liste von Hypnosis, ja. Ach so, okay. Das ist die ganze Liste, genau. Ja. So, 1979 haben wir noch nicht rot eingestrichen, ist Mick Taylor. Mick Taylor ist Mitglied von den Rolling Stones, meine ich, habe ich mal irgendwo gelesen. Gut, wenn man sich Rolling Stones nennt, dann ist es dann so ähnlich, als wenn man sich dann Black Sabbath nennt. Also auf jeden Fall, der Stein, der ins Rollen kommen wird, ist halt Jesus Christus. Aber wer weiß das schon? Ja, wer sieht überhaupt diese Reminiszenz an die Bibel? Ja, das macht ja keiner, vor allen Dingen nicht jemand, der sich jetzt für Rolling Stones interessiert mit ihrer Musik. Denn man muss sich ja mal vorstellen, ich rede ja die ganze Zeit von einer satanischen Agenda, die wir hier durchexerzieren. Und wenn ihr euch die Lieder mal anguckt mit satanischer Agenda, und gerade Rolling Stones, ja, also bitteschön, ja, ich meine, nicht nur Sympathy for the Devil und was sie da alles gemacht haben, ja, aber Rolling Stones stehen an vorderster Front für Hemmungslosigkeit und nicht eben die gute Kinderstube, ja, also es ist bei Rolling Stones, da müsste ich mir nochmal die Cover angucken mit dieser Zunge da und so, also es ist einfach ohne Worte jetzt, ne? Da kann jeder sich selber zu äußern. 1979, Ashra kennt doch kein Mensch hier, Ashra hieß früher mal Ashra Tempel, da sollte dann auch schon so ein bisschen grübeln kommen, von einem wahnsinnigen Gitarristen namens Manuel Götsching. Der hat ein paar ganz, ganz tolle Sachen gemacht, sozusagen im verzerrten Gitarrenbereich mit Synthesizer gespielt. Unter anderem auch die
Titelmusik von der Radiosendung von Winfried Trenkler, den kenne ich sogar persönlich, zumindest mal vom Telefon, der damals gemacht hat die Sendung Rock-In im WDR 2 und Schwingungen. Und dieses Ashra-Shuttlecock war also eins der Themen. Und wenn ich mich nicht täusche, dann ist Ashra eine der Geschichten gewesen, die wir mal behandelt haben, letztens in der Gender-Agenda Nummer 8, glaube ich, 8 oder 9, wo es um die Drogen ging, wo jemand gesagt hat, da gab es Sachen auch bei deutschen Interpreten, wo halt LSD mit in den Kaffee geschüttet worden ist oder solche ganzen Sachen. Guck dir doch mal das Cover hier an von Ashra. Ja, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Sitzt in einem Kreis mit einem Pentagramm, mit einer Voodoo-Puppe. Ja. Ja. Alle Farben des Regenbogens hier hinten. Mhm. Also, wenn das nicht teuflisch ist, dann weiß ich nicht. Ja, und das ist eben die Geschichte, das hast du halt in dieser Ecke, auch wenn es aus Deutschland kommt, ja, es ist da eben kein Unterschied dazu. Die machen alle diese Agenda. Und das ist eben, wie gesagt, die Hypothese beweist sich immer mehr und mehr, wenn wir uns die Cover angucken, die Lieder angucken und die Sachen. Guck, der unten links da, Ashra Manuel Götzsching mit der Sonnenstele da, ja. Links, ganz links, das blaue Bild. Genau. Guck dir das an, ich meine, hallo? Sind wir da bei Stonehenge? Turm zu Babel, ne, wenn man genau guckt, ne? Oder Pisa soll ja, schon alles. Turm zu Babel sein, mehr oder weniger. Ne? Ja, und der macht total wahnsinnige Musik, der Typ. Ne? Der hat ein ganzes Lied geschrieben, 50 Minuten lang, was damals als Abschiedsstück immer gelaufen ist in einem Paradise Garage, in der bekanntesten schwarzen Disco, also für schwarze Musik, jetzt nicht wieder falsch interpretieren, in New York gewesen, quasi das schwarze Pendant zur Studio 54. Da haben die damals immer E2, E4 gespielt, was ein Eröffnungszug im Schach ist, so ein 50-Minuten-Stück, was nur eigentlich in einem Akkord läuft. Was total toll ist, dieses Stück, aber... Entschuldigung, wie kommt man auf solche Sachen? Ja, wo kommt die Inspiration her? Und da sehen wir hier, wo die Inspiration herkommt. Ja, es ist ja immer dasselbe. Es ist immer dasselbe Thema. Ob ich jetzt Ashra, und wenn ich dann schon Ashra, die Abkürzung ist für Ashra Tempel, also T-E-M-P-L-E, ja, Tempel, also in Englisch, ja, dann gucke ich doch mal nach, wo Ashra herkommt und dann weiß ich Bescheid. Ich mache es jetzt nicht, weil wir nicht die Zeit dafür haben, aber wie gesagt, schaut euch die Alben an und wenn ihr wisst, dass also die heidnischen Religionen alle die Sonne bzw. die Kreation vergöttern und nicht den Creator, also nicht den Schöpfer, dann wisst ihr schon Bescheid, aus welcher Ecke Ashra Tempel kommt. Wenn da ein Pentagramm drin ist und ihr nicht wisst, was das heißt, okay, sage ich nur eins, Lesung 4 und 5. Ja, so. Dann haben wir jetzt weiter bei 1980 die Michael Schenker Group. Ich meine, das wären diejenigen, die da Let's All Chant gemacht haben. Habe ich jetzt nichts zu sagen. Mike Rutherford, 1980, ist der Gitarrist der Gruppe Genesis. Ja, klar, dass die natürlich dann auch sagen, prima, mach mal weiter. Dann haben wir nochmal 10cc, nochmal Scorpions und dann haben wir Peter Gabriel 3. Ein sehr, sehr interessantes Cover. Ja, Peter Gabriel 3 meldet, also geschmolzen. Ja, und dann gucken wir uns ein absolut fantastisches Album auch, ja, dann gucken wir uns das an, ja, und wer da nicht die Ein-Auge-Symbolik sieht, da weiß ich dann aber auch nicht mehr weiter. Also ganz fantastisches Album von ihm. Da ist drauf Biko, da ist drauf Games Without Frontiers, also Spiele ohne Grenzen, da ist drauf No Self-Control, also keine Selbstkontrolle. Das erste Stück heißt auch noch direkt Intruder, also Eindringling. Ja? Gut. Aber wie gesagt, da geht schon in die Richtung. Ne? Da geht schon in die Richtung und Peter Gabriel auch in vorderster Front dabei, die Leute da auch einzukassieren, ne? Die etwas gehobenere Schicht und es geht halt in die Richtung, naja, gut, also machen wir mal weiter. Scorpions, Animal Magnetism, da müssen wir aufhorchen, das heißt animalischer Magnetismus, da sind wir beim Mesmerismus gelandet, da sind wir bei einer sogenannten alternativen Heilform, wo der Ernst Mesmer, Mesmer damals behauptet hat, er könnte damit also auch Krankheiten heilen. Ich habe da selber Erfahrungen mitgemacht mit solchen Dingen und kann also sagen, das ist also eine sehr, sehr zweifelhafte und sehr, sehr strange Geschichte. Ja. Und also Animal Magnetism ist also auch eine Sache, die, wenn ich das als Plattentitel mir aussuche, dann interessiere ich mich für solche Sachen, für Magnetismus und solche ganzen Dinge. Definitiv, ja. Sonst komme ich gar nicht da drauf. Also, weiß ich nicht. Also Mesmerismus gibt es dann da, das ist dann die Hauptbezeichnung für diese Form und da gibt es halt ganz viele Versuche und das könnt ihr auf Wikipedia finden, animalischer Magnetismus, das ist ja letzten Endes die deutsche Übersetzung dieses englischen Titels, ja, und die wurde von, nicht Ernst, Entschuldigung, sondern von Franz Anton Mesmer propagiert und Mesmer sprach vom tierischen Magnetismus, die abgeleitete Heilmethode, genannt auch Hypnotismus. Da sind wir dann bei
Hypnosis oder Hypnostik oder Hypnosis. Ja? Das heißt, wir drehen uns da nicht nur im Kreis, sondern wir haben da immer die Bestätigung. Es sind Leute, die sich auch für alternative Konzepte entscheiden und die sich für alles Mögliche interessieren, nur nicht für eins, für die Wahrheit. Das ist eben so. Es ist eben viel cooler, wenn man irgendwie ein cooler Typ und ein Meister ist und ich weiß, wovon ich da rede. Ich habe das alles hinter mir. Gut, wir machen mal weiter. UFO, No Place to Run, also kein Platz zum Weglaufen, auch nicht schlechter Titel. Dann haben wir The Police, The Do-Do-Do, The Da-Da-Da, auch so eine Geschichte, wo man sagen kann, gut, wann kommt man darauf? Also mit nüchternem Magen, mit nüchternem Verstand wahrscheinlich nicht unbedingt auf den Titel. The Police, eine ganz, ganz, ganz wahnsinnige Verführung. Beispielsweise mit dem Titel Walking on the Moon. Ich sage jetzt nicht, warum, könnt ihr euch selber Gedanken zu machen. Aber The Police halt einfach in ihrer Geschichte dann schon eine extrem negativ besetzte Gruppe. Habe ich nie glauben wollen, bis ich mir den Text mal durchgelesen habe von Wrapped Around Your Finger. Und naja, also das könnt ihr mal selber studieren. Das ist echt eine ganz, ganz, ganz heavy Nummer. Und der Sting, der Hauptsänger, Gordon Sumner heißt er eigentlich, der also da singt und ich glaube Bass spielt, der ist extremst unterwegs. Also da könnten wir mal eine Albumbesprechung machen. Ich habe selber von ihm 2 oder 3 Alben hier. Da könnten wir mal eine Albumbesprechung machen und da würde euch die Haare nach hinten stehen. Ja, wenn ihr seht, was der da erzählt in seinen Texten. Ja, und ihr habt das alles mitgetrellert und ich auch. Ja, ich habe immer gedacht, boah, Sting, ey, super cooler Typ irgendwo. Pustekuchen. Absoluter Pustekuchen. Gut, und Sting, Police darf man jetzt nicht vergessen, haben mal ein Album gemacht. Ich glaube, das hieß Ghost in the Machine. Das kann der Björk mal einblenden. Das ist ein super, totales, cooles Cover. Also der Geist in der Maschine, also Deus ex Machina. Ja, also das ist schon eine ganz, ganz heftige Geschichte. Und auf diesem Album Ghost in the Machine, was ich selber mal gehabt habe, da ist, glaube ich, ein Titel drauf. Das ist so ein digitales Cover. Ja, ganz genau. So, und da ist ein Titel drauf, der super interessant ist eigentlich. Ich muss mir die Zeit eben mal nehmen. Und mal eben gucken, ob das dann tatsächlich so ist, bevor ich möchte da keine falschen Informationen geben. Ja, und genau. Und das erste Lied heißt von Ghost in the Machine, da müsste man echt mal eine Lesung von machen, Spirits in the Material World. Das kennt ja alle oder fast alle. Ja, also Geister in der materiellen Welt. We are spirits in the material world, are spirits und so weiter. Und das zweite Lied ist jetzt nicht besser. Das heißt, every little thing she does is magic. Wenn ihr euch das mal in dem Kontext mal anhört und durchlest, was da kommt, ja, das ist schon irre, ja. Das, wenn man das in dem Kontext mal versteht, wie es dann auch gemeint ist, dass es also gar nicht da unbedingt um Menschen geht, ja, sondern dass es darum geht, eben eine Reminiszenz an denjenigen, der erste Musiker auf der Welt war, nämlich Lucifer, zu schreiben, sieht man halt plötzlich die ganzen Texte und die ganzen Sachen ganz anders, ne? Okay, machen wir weiter. Pink Floyd kommt wieder 1981. Rainbow ist auch klar, difficult to cure, schwer zu heilen. All Night Long kommt daher, beispielsweise Titelstück. Habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber Rainbow ist also auch so eine Geschichte. Rainbow, ja, da sind wir bei dem Regenbogen, den ihr da seht von dem Cover von The Dark Side of the Moon. Rainbow kann eben die Reminiszenz sein an den Regenbogen in der Bibel. So. Und dann haben wir auf dem Cover haben wir eben diese komischen Ärzte mit oder Halbgötter in Weiß, sollte man vielleicht besser sagen, die sich da schon die Handschuhe anziehen. Also da steht darunter dann schwer zu heilen, difficult to cure. Ich finde es jetzt keine positive Ausrichtung, ja. Wenn ich da so die Leute sehe, die sich da vermummen und die sich da Handschuhe anziehen und keine Fingerabdrücke, ne? Also egal, ich habe jetzt nichts gegen Ärzte, aber difficult to cure hört sich schon nach einer schweren Krankheit an. Sehe ich so. Gut. So, nächstes Album wäre jetzt 1981 Nick Mason. Nick Mason ist Mitglied von Pink Floyd, ist nichts Neues. Roger Taylor ist auch nichts Neues, ist Schlagzeuger von Queen. Queen, extremst negative Band. Bohemian Rhapsody. Mama, just killed the man. It's a kind of magic. Und zig Killer Queen und unendlich. Da könnte man eine eigene Sendung, aber irgendwie ist da schon ganz viel drüber gesagt worden und wir haben auch noch einen kleinen Clip für euch, vielleicht am Ende der Sendung, muss ich mal gucken, oder vielleicht in der nächsten Folge. Wir haben halt einfach so vieles hier. Es geht sich darum, um aufzuklären, um euch zu sagen, ich mache jetzt hier nicht die Geschichte, um die Stunde voll zu kriegen, sondern damit ihr wirklich seht, guck mal hier, ne, stimmt, warum steht da Difficult to Cure drauf? Warum sind da Leute, die sich Handschuhe anziehen? Warum sind die vermummt? Ja, also muss es sich da irgendwie um eine schwere Krankheit handeln. Ja, das ist ja kein positiver Titel, wenn ich jetzt sage, ja, easy to care, oder don't worry, be happy oder so, dann würde ich ja sagen, okay, geht dann alles wird gut.
Aber Difficult to Cure, da würde ich mir doch Sorgen machen, oder? Wenn ein Arzt mir sagt, du, es ist wirklich schwer zu heilen. Und zieht sich da die Handschuhe an und steht vom Mund vor mir. Dann denke ich auch, oh, Mist. Wollte ich gerade was ganz Schlimmes sagen. Oh, Mist. Gut, also weiter mit Roger Taylor. Roger Taylor hat 1981 ein Lied gemacht, was ich ganz toll finde. Habe ich mir gestern angeguckt. Das Video heißt Future Management. Also Zukunftsmanagement. Wenn man den Text alleine schon von diesem Future Management, wie gesagt, er ist Mitglied, er ist Schlagzeuger von Queen. Also er ist ganz, ganz weit oben mit allem vertraut. Und wenn jetzt halt die Protagonisten von Queen Solo-Projekte machen, dann ist das keine andere Agenda, als wenn die jetzt als Gruppe auftreten. Entschuldigung. Ja, und in Future Management zum Beispiel, da schreibt er selber, der könnte sich das Video auf YouTube da mal angucken, kann ich nur empfehlen. You won't need nobody else but me. Du brauchst keinen anderen außer mir. I'm gonna invite you to try my machines. Ja, ich lade dich ein, meine Maschinen auszuprobieren. Program an offer you can't refuse. Ja, ich programmiere ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. I'm gonna invite you to share all my dreams. Ich werde dich einladen, alle meine Träume mit mir zu teilen. You have got nothing to lose. Du hast nichts zu verlieren. Und dieser Refrain, ja, der kommt immer weiter und kommt dann noch öfter. Und einmal kommt ein anderer Vers und der lautet dann, recycle your thoughts, I'll rewire your mind. Also, wiederherstelle oder recycle deine Gedanken. Ich werde dein Gehirn neu vernetzen. Ja, I'll punch in some new points of view to make sure you find. Ja, ich werde in dir ein paar neue Ansichten reinprügeln, ja, um sicher zu sein, dass du sie dann findest und dass du sie dann hast. Es ist nichts Positives da drin. Das Lied ist völlig catchy, hat einen super Rhythmus. Er ist Schlagzeuger, er weiß genau, was er da macht. Ja? Und das ist auch das einzige gute Lied auf dem Album, wie ich finde, weil ich mir gestern Abend noch angehört habe. Aber wie gesagt, guckt euch die Lyrics an. Roger Taylor, Future Management. Ja, es ist auch wieder, wir sind da schon wieder bei Total Recall, Albert sag ich schon, Arnold Schwarzenegger, ja. Virtuelle Realität, I program an offer you can't refuse. Also, Entschuldigung bitte, aber ich vernetze dein Gehirn neu. Also, Leute, guckt euch bitte, 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 und ich meine es nicht vorwurfsvoll, ja, guckt euch die Texte an und euch wird übel. Euch wird einfach übel. So. Nächstes Beispiel. Paul McCartney hatten wir schon, Tug of War, Rainbow, Straight Between the Eyes, 1982. Da kann ich nur sagen, ja, wenn man jetzt den asiatischen Religionen folgt, was sitzt denn da Straight Between the Eyes? Aha, genau. Ne? Pineogland, drittes Auge angeblich. Das, was die Inder da oben immer so andeuten mit ihrem Punkt da drauf oder verschiedenste andere Religionen, die hängen sich da was vor. Und das ist eben das, was sie da meinen, straight between the eyes. Außerdem, straight between the eyes kann auch eine andere Meinung oder eine andere Aussage haben. Ja, wenn du jemanden erschießen willst, straight between the eyes, dann ist er halt tot, ne? Kopfschuss. Okay, gut. Aber straight between the eyes, wenn du das im religiösen Kontext deutest, dann sind wir da beim dritten Auge. 1982 Alan Parsons, wie gesagt, gesonderte Geschichte, sage ich jetzt gar nichts zu. 1982 in der schlechter Gesellschaft mit den rauen Diamanten, da müsst ihr jetzt wissen, was es heißt. Also dann habt ihr wirklich ganz viele Sendungen verpasst, wenn ihr jetzt immer noch nicht bei Diamanten, immer noch an Marilyn Monroe denkt und alles ist gut und alles ist teuer. Ihr müsst wirklich wissen, Hesekiel 28, 13. Und wenn ihr das wisst, dann habt ihr schon gewonnen, dann wisst ihr genau, was mit Diamanten meint. Okay? So, Led Zeppelin mal wieder, dann haben wir Rainbow, außerhalb Band Out of Shape, auch nicht jetzt ganz interessant. Und damit haben wir die Liste jetzt auch abgefrühstückt hier. Ja? Mir geht es jetzt nur darum, dass ihr mal seht, alleine schon die ganzen Namen, Rainbow und Bad Company und Black Sabbath und Genesis und ich meine auch Scorpions ist jetzt nicht unbedingt so die tolle Sache, Brand X, Ashra Tempel, Wings, ja, es sind alles so Sachen, die kann man, oder Styx jetzt hier, der Fluss da mit dem Hades in der Unterwelt, ja, es sind ganz, ganz viele ganz negative Sachen dabei, ja. Das ist halt einfach so, das ist jetzt nicht so, als wenn jetzt Genesis jetzt über die Erschaffung der Welt reden würden. Das machen die nicht. Ja, da kommt dann, von Genesis kennt ihr so Lieder wie Follow You, Follow Me, ja, und oder jetzt hier I Can Dance. Ja, Entschuldigung, aber das ist jetzt, steht nicht in der Bibel drin, dass man da halt tanzen muss, ne. Steht nicht da drin, definitiv nicht. So, ich bin froh, dass wir es jetzt hinter uns haben, weil es auch anstrengend ist, sich jedes Mal auf eine andere Sache da einzuschießen. Aber ich hoffe, euch hat es dann wirklich ein bisschen Spaß gemacht. Und der Jörg kann jetzt sich ein bisschen erholen im Hintergrund, weil er nicht mehr da nur noch scrollen muss und nicht mehr alles gucken muss. So, und jetzt habe ich was gefunden.
wo ich sage, ah, hätte ich das vorher gewusst. Ich habe gedacht, ich wäre mit derjenige, der als Erster drauf gekommen ist. Aber es gibt noch andere Leute und zum Glück gibt es viele andere, die auf den ähnlichen Gedanken gekommen sind. Did you know? Wusstest du schon? Ja. So, und hier steht als Fact, ich weiß jetzt nicht warum, aber ich habe es so gefunden, da steht Fact, ich kenne die Quelle jetzt nicht, den Brunnen nicht, da steht drin, der Arbeitstitel für das Album The Dark Side of the Moon, also die dunkle Seite des Mondes, ja, war Eclipse. Ja, also, ein Eclipse, nochmal, a piece for assorted lunatics. Jetzt habe ich doch letztens echt gesagt, guck mal hier, Mond ist Luna, lateinisch und so weiter und so fort, ja. Da könnte das auch herkommen, habe mir die ganzen Sachen da angeguckt, was es da heißt. Und jetzt kriege ich hier die Bestätigung sozusagen, dass es dann tatsächlich eine lunatische, also eine wahnsinnige Bedeutung hat, ja. Und ja, das ist halt einfach jetzt ein bisschen. Ja, auch die Bestätigung dafür, dass es halt andere gibt, die dann direkt sagen, guck mal hier, ich habe das wirklich in der letzten Sendung, vorletzten Sendung noch nicht gewusst und habe dann jetzt wirklich gesehen, ah, guck mal hier, Eclipse heißt das Originalalbum und Eclipse ist auch das letzte Stück auf diesem Album, The Dark Side of the Moon. Ja, das ist nämlich der Gag an der Geschichte. Also, hätten Sie da jetzt dieses Titelstück genommen als Referenz für dieses Album, als Titel für dieses Album, wäre es auch stimmig gewesen, weil es auf diesem Album eben der letzte Titel des Eclipse. Ja? Und für diejenigen, die jetzt eben nicht wissen, was Eclipse ist, ist eben die Verdunkelung, ja, oder die Verfinsterung, Finsternis. Also ist jetzt bitteschön auch nicht. Ich weiß, dass es von Mitsubishi ein Auto gibt, was ich auch ganz dufte finde, eigentlich Mitsubishi Eclipse, so ein kleines Sportcoupé, aber es hat keine positive Meinung. Also es hat keine positive Ausprägung, Konnotation. Hat es nicht. Ja, und wenn ich sage jetzt hier, wenn ich den Titel jetzt auf Deutsch übersetze, heißt der Titel Finsternis, ja, ein Teil für bestimmte Verrückte. Ja, mein Lunatic könnt ihr selber übersetzen, haben wir ja schon gehabt, was Lunatic heißt. Ja, verrückt, irr, schwachsinnig, geistesgestört, ja, ein Stück für bestimmte Geistesgestörte. Aber da klingt auch The Dark Side of the Moon viel besser, viel catchier, oder? So, und wollte ich einfach nochmal sagen. Wenn ihr das jetzt seht, dass es dann so ist, dann hat es nun tatsächlich eben einen ganz anderen Hintergrund. Und dann passt immer noch die Pyramide auf dem Vordergrund, auf dem Cover eben nicht dazu. Es gibt auf dem Mond auch keinen Regenbogen. Also ich habe noch kein Foto gesehen von der NASA, wobei die Fotos von der NASA ja eh so ein bisschen, ja gut, aber wie gesagt, ich habe noch kein Foto gesehen von der NASA, wo da ein Regenbogen eingezeichnet wäre, wo man sagt, ach guck mal schön, da oben die Wolken haben geweint. Nein, es gibt da oben im Weltraum keine Wolken. Und wenn man Neil Armstrong glauben kann, gibt es auch keine Sterne da. Die Frage ist, wem glaubt ihr? Glaubt ihr jetzt einem Menschen oder glaubt ihr der Bibel? Das ist nämlich die große Frage. Und wir haben uns hier, der Jörg sowie ich, wir haben uns schon lange entschieden, wem wir glauben. Da wir die Bibel als Referenz nehmen, wissen wir ganz genau, dass die Sterne strahlen. Das steht nämlich so in der Bibel drin, und zwar im ersten Buch Genesis. Und jetzt fragt bitte nicht Mike Rutherford oder Phil Collins danach oder Steve Village oder Peter Gabriel. Die interessiert nämlich die Bibel überhaupt nicht. Die interessiert nur, dass andere Leute sie anhimmeln, ihre Alben kaufen und dass die ihre Agenda durchbringen. Und dafür werden die bezahlt. Die werden nicht dafür bezahlt, um die Wahrheit zu sagen. Die werden nicht bezahlt, um nette Titel zu machen. Die werden nicht bezahlt, um euch Tipps zu geben, wie man jetzt besonders gute Blumen pflanzt oder Tiere pflegt oder Kinder aufzieht. Die werden dafür bezahlt, damit die euch erzählen, dass es ja, Intruders gibt, dass es Spiele ohne Grenzen gibt, wie im Fall von Peter Gabriel. Sledgehammer ist eine absolute Reminiszenz an Phallus. Und egal ist, Big Time ist eine Reminiszenz an viel Geld zu verdienen. Wo fängt man da an, wo hört man da auf? Ja, das ist halt einfach so. Das Geld wird bezahlt für egoistische Messages. Wenn ihr das seht, in dieser Welt ist es so, der egoistische Fußballer, der über das Fußballspiel rennt, 90 Minuten lang da hinter einem Ball hinterherläuft. Entschuldigung, ich habe kein Faible für Fußball. Ich habe kein Problem mit Leuten, die Fußball toll finden. Aber ihr müsst euch trotzdem vergegenwärtigen, die Leute, die verdienen Abermillionen. Und jemand, der eine große Verantwortung hat, im Gegensatz dazu, als Assistenzarzt, ja, der hunderte von Überstunden macht im Jahr und der Leute operiert, der quasi, wenn er einen Fehler macht, ja, dann hat das Auswirkungen. Der kriegt dann irgendwie
ein ganz, ganz mieses Gehalt und muss ganz viele Überstunden leisten. Ja? Denkt mal bitte an die Menschen. Denkt mal bitte an die Menschen, die für andere Menschen etwas tun, die anderen Menschen helfen wollen. Nämlich genau die Berufe, wo man dieses denn dann macht, ob das als Altenpfleger ist, als Assistenzarzt ist, als Tierpfleger ist, in irgendwelchen sozialen Berufen und so weiter, die werden am schlechtesten bezahlt. Und daran seht ihr doch bitte schön, in welcher satanischen Welt wir leben, wo nur Egoisten am meisten weiterkommen und am meisten davon profitieren. Und heutzutage alles propagiert wird. Jeder Rapper, der nur drei Worte stammeln kann, steht mit einem schwarzen Lamborghini da an irgendeinem Ding rum. Ja, und macht dann da auf dicke Hose. Ja, das ist ja eben so. So. Und deswegen nochmal zu dem Bild von dem The Dark Side of the Moon. Ja, hier steht auch nochmal bei dem Fakt, dass er, also das, der Anfang und Ende von dem Dark Side of the Moon eben ein Herzschlag ist, ja. So, und dass dieser Herzschlag erzeugt worden ist von einer Kickdrum, ja, und was also dann so klingt wie ein Puls, also ein Herzpuls. Jetzt erinnert euch mal bitte daran, dass es 1994, ein Riesenalbum gab und auch eine Tournee gab von Pink Floyd, die genauso hieß, nämlich Puls. Das war dieses Album, eine Doppel-CD, eine Doppel-Live-CD von verschiedenen Events, die Pink Floyd halt da eingespielt hat, zusammengemixt. Und in der Mitte oder am Rand dieser CD war eine rote LED, die immer jede Sekunde einmal geflasht hat. Und wenn man Glück hatte, konnte man eben da jetzt ein Jahr lang sich das angucken. Ja, und die hieß auch Puls. Ja, also dieses Thema von dem Herzschlag haben wir des Öfteren bei Pink Floyd. Und ich habe mich letztens vertan, ich habe gesagt, dieses Album wäre von 1974, ist aber von 73. Und Puls ist von 1994, glaube ich. So, das heißt, wir haben 20 Jahre später immer noch den Herzschlag. Also, ne? Jörg, du wolltest was sagen? Ja, ich wollte was sagen, weil du gesagt hast, was über Fußball. Und da gibt es ja, wir haben ja letztens in der, ich glaube, es war in unserer Diskussion nach meiner Lesung auf dem Sonntagabend auch über Ballspiele gesprochen. Und da sind ja viele Links hin und her geschossen worden. Ich hatte ja gesagt, es gibt ja die Vermeldung aus der UNESCO, dass eben Ballspiele alle heidnisch sind, babylonischen Ursprungs sind. Und das geht zurück auf dieses Buch von Majonez Singh, von der UNESCO, wie ihr hier unten seht, publiziert, ja, und da steht das drin. Das sind 203 Seiten, ihr könnt euch das Buch gerne besorgen, das ist sauteuer, wenn ihr es kaufen wollt, wenn ihr es auf archive.org haben wollt, könnt ihr es nur ausleihen, ja. Jemand hat mir das jetzt geschickt, wie er daran gekommen ist, weiß ich nicht, ich will es auch gar nicht wissen, aber das geht um Sonnensymbole und Fußball und alle Ballspiele, der Ball repräsentiert immer die Sonne. Ja? Das ist alles heidnischen Ursprungs. Und deswegen mag Michael Fußball nicht besonders und ich auch nicht. Es ist alles ein heidnischer Zeitvertreib. Ja? Das muss man mal ganz deutlich eben dabei sagen. Ich blätter jetzt hier ein bisschen in dem Buch rum, da könnt ihr ganz viele Symbole sehen. Das ist super interessant zu lesen. Man muss natürlich Englisch können. Das Buch gibt es nicht in Deutsch. Aber hier steht eben auch das Zitat mit drin, und das wird von der UNESCO unterstützt, das Buch ist von der UNESCO rausgebracht, dass eben die ganzen Ballspiele heidnischen Ursprungs sind. Das steht hier drin. Die UNESCO sagt es selber. Und wir wissen ja, der erste Vorsitzende der UNESCO war Julian Huxley, der Bruder von Aldous Huxley, und Aldous Huxley hat das Buch veröffentlicht, ich sage mit Absicht nicht geschrieben, weil ich bin mir bei solchen Leuten nie sicher, aber ihm wird das Buch zugesprochen, eine schöne neue Welt oder Brave New World, wie wir im Englischen das auch nennen können, wo es eigentlich herkommt. Ne? Ja, und ich glaube, mit diesen Bildern haben wir jetzt inzwischen schon genug gesehen. Ja? Wir verstehen, worum das Buch hier geht, um die Sonne, deswegen heißt es ja The Sun, Symbol of Power and Life, die Sonne, das Symbol für Kraft oder Macht und Leben. Ja, die Sonne spendiert kein Leben. Unser Gott spendiert unser Leben. Ja, von ihm kriegen wir das Leben. Und Sonnenanbetung ist immer die Anbetung der Schöpfung und diese stellen über die Anbetung des Schöpfers selber. Und damit den Schöpfer zu degradieren zu vierfüßigen Biestern. Und da sagt er unter anderem im ersten Römerbrief ganz genau, was seine Rache darüber ist. Das ist dann die Sodomie unter anderem. Ja? Das wollte ich nur mal eben hier einwerfen, weil Michael die Ballspiele erwähnt hatte. Und ich wollte euch das Buch mal kurz eben zeigen. Ihr seht, es ist sicher nicht uninteressant. Hier gibt es auch das Hakenkreuz, ja, die Swastika. Es ist sicherlich uninteressant, wenn man Englisch kann, sich dieses Buch einmal zu
besorgen. Ne? So, und jetzt lasse ich mich gerne weiterlesen, aber das musste ich mal eben loswerden. Ja, sehr interessant und vor allen Dingen natürlich auch für diejenigen, die auch nicht Englisch können, aber auch eine gute Referenz, damit man halt dann sieht, es gibt tatsächlich auch Bücher zu dem Thema und dieses Thema wird natürlich nirgendwo thematisiert. Es ist natürlich auch eine Sportart, wo extrem viel Geld verdient wird. Und wenn man sich mal sie anschaut, wie viele Leute denn dann noch, wir sind in der Musiklesung. Okay, so, also, wir wissen also ganz genau, dieser Herzschlag ist am Anfang und Ende des Albums da. Das heißt, also wenn die Theorie jetzt stimmt, dass am Anfang der Herzschlag steht, wird das eigentlich schon durch diese Musiker, durch dieses Herzschlagklopfen der Kickdrum ja schon bestätigt. So, also am Anfang steht der Herzschlag, okay? So, okay. Also, das heißt, wir gehen davon aus, dass tatsächlich die Bezugsrichtung von rechts nach links ist. Eine Sache würde das noch stützen, und zwar, dass der Strahl, der von rechts nach links geht, der weiße Strahl oder der silberne Strahl meinetwegen, am Anfang breiter ist und dann erstmal wieder schmal wird. Aber gut, ist jetzt auch nicht wichtig. Wichtig ist jetzt, dass ihr überhaupt mal wisst, wie die Reminiszenz oder wie der Ursprung des Regenbogens ist. Und da habe ich mir den ganz, ganz kurzen Satz da runtergeschrieben, damit ihr seht, was denn oder wo der Regenbogen herkommt. Und der Regenbogen wird vom Gott ordiniert nach der Sintflut, wo die Wasser zurückgegangen ist, also wo die verbliebenen 8 überlebenden Menschen, inklusive Mose, also ne, Mose seine Frau, seine 3 Söhne und deren Töchter macht insgesamt 8 Menschen, was er ihnen gesprochen bzw. versprochen hat. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze, auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und die 8 Menschen waren, wie Michael richtig gesagt hatte, Noah und seine Frau, Noah und seine 3 Söhne, aber nicht deren Töchter, sondern deren 3 Frauen. Ja? So. Ja. Du hattest Töchter gesagt, deswegen wollte ich das nur eben korrigieren, bevor wir wieder irgendwelche blöden Kommentare kriegen. Ne? Ich meinte jetzt natürlich deren Frauen, aber gut, okay. Ja gut, dafür hast du jetzt den Urenkel von Adam genannt, nämlich Noah. Gut, das nächste Bild habe ich mal dazwischen gemacht. Großvater, nicht von Noah, ne? Nicht Urenkel. Noah war der Enkel von... Ich habe den Urgroßvater von Noah genannt. Noah war der Urgroßenkel von. Das, das meinte ich, genau. Nicht alles verdrehen, Michael. Wirst du müde was? Ja, ich bin ja jetzt nach. Wir haben ja schon die zweite Lesung heute Abend. Jetzt, ich mache jetzt auch nicht mehr allzu lange. Ich komme leider noch nicht dazu, dass ich jetzt da nahtlos anschließen könnte. Das müssen wir in der nächsten Lesung machen. Aber ich hoffe, das ist für euch dann trotzdem ziemlich spannend alles. Ich habe jetzt nur mal den Silver Surfer hier reingemacht, weil er in den letzten Tagen mir irgendwie vor die Füße gefallen ist. Ich sehe da so eine sehr, sehr muskulöse Figur, die auf so einer Spinning Disc sozusagen, und da bitte, bitte keine Kommentare zu der Disc jetzt. Ich gehe da nicht drauf ein. Und auf dem Hintergrund einer Kugelerde, ich gehe da auch nicht drauf ein. Das ist nicht die Geschichte, die ich will. Die Geschichte, die ich will, ist dieses, alles das, was um mich herum ist, ist, er ist silber und alles, was um mich herum ist, ist rot. Und rot ist die Farbe der Sünde. Ja, okay. So, und dieser Silver Surfer, der also, ich kenne die Geschichte selber und ich habe nur dieses Bild gesehen. Ich fand das nur sehr interessant, weil das könnte natürlich eine Reminiszenz sein an den Supertramp. Und wer das ist, Lesung 2. Von der Mandalier. Ich mache extra, ich erzähle nicht alles, weil ich würde das immer erstmal doppelt erzählen. Und wenn ihr jetzt Quereinsteiger seid, möchte ich euch natürlich irgendwie dahin kriegen, dass ihr dann mal die ganze Lesung macht. Ansonsten, ich kann nicht immer den ganzen Ballast der ganzen anderen Folgen mit mir rumschleppen. Das wird völlig unübersichtlich nachher und da kommen wir gar nicht mehr durch. Ja. Interessant ist jetzt, wie gesagt, der Albumtitel hätte lauten sollen, Eclipse, und ist der letzte Stück auf dem Album. Und das ist ja jetzt auch nicht ein besonders tolles Stück, wie ich jetzt finde, ich kenne es ja selber. Ja, aber es wird halt hier Folgendes ausgesagt. And all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in tune, but the sun is eclipsed by the moon. Okay, also zu Deutsch. Alles, was gerade ist, alles, was vergangen ist, und alles, was zukünftig kommt, und alles unter der Sonne ist im Einklang, aber die Sonne ist verfinstert durch den Mond. Oder die Sonne wird vom Mond verdunkelt. Aha. Okay. So. Wenn jetzt der Mond die Möglichkeit hat, die Sonne zu verdunkeln,
ja, dann reden wir da jetzt eben von einer Eclipse, ja, von einer Finsternis. So, und ich weiß, und das weiß ich hundertprozentig, dass Finsternisse eine ganz, ganz bestimmte Bedeutung haben, die man okkult dann halt deutet auch. Und deswegen ist also das, kann ich euch wirklich versprechen, überhaupt kein positiver Inhalt. Das heißt, derjenige, der dieses geschrieben hat, wusste ziemlich genau, warum er das so geschrieben hat und was er da geschrieben hat. Und es ist natürlich auch in keinster Weise irgendwie positiv, egal auf welcher Ebene wir es jetzt deuten. Ja, in dem Moment, wo die Sonne verdunkelt ist, findet eben jetzt hier weniger Leben statt, die Atmosphäre wird nicht mehr so warm aufgeheizt und verschiedene Prozesse auf der Welt laufen eben nicht mehr so ab. Und da meine ich jetzt nicht nur die Sonnenkollektoren auf euren Häusern. Ja, das heißt, das Leben selber, wofür die Sonne steht, wird natürlich in dem Moment, der Prozess selber wird dann zumindest verlangsamt. Ja, und das ist eben die Geschichte dabei. Durch die Sonne selber haben wir beispielsweise die Wärme, durch die Sonne selber werden also gewisse biochemische Vorgänge ausgelöst. Und wenn das eben nicht mehr so ist, weil sich der Mond darüber schiebt, dann ist der Mond eben nicht mehr das kleine Licht für die Nacht. Ja? Und es ist so ordiniert von Gott, dass die Sonne das Licht für den, das, der große Licht ist für den Tag und das Mond und die Sterne ist jetzt das kleine Licht und sozusagen die Wegweiser für die Nacht. Okay? So, wenn jetzt das kleine Licht das große verdrängt, ja, dann ist es was? Ja, dann ist es letzten Endes nicht mehr die göttliche Ordnung sozusagen, ne? Weil der Mond ja dann quasi die Sonne verfinstert und deswegen ist es in dem Kontext definitiv negativ gemeint. Ja? Das heißt, egal welcher Ebene wir jetzt hier interpretieren, das Bewusste wird von Unterbewussten verdunkelt, das Offensichtliche von Geheimen, also wenn man jetzt mal die offensichtlichen Dinge jetzt hier mal nimmt, man weiß ja, durch die Sonne kommt es an den Tag, ja, aber es gibt ja Leute, die sind eben mondsüchtig und im Dunkeln ist gut munkeln. Ich bediene mich jetzt absichtlich solcher primitiven Kindersprache, um euch eins zu verdeutlichen. Die Sachen, die jetzt hier beschrieben worden sind, werden in magischen Riten, in magischen Zirkeln ausgenutzt und gemacht. Ich gehe da nicht weiter drauf ein, weil das jetzt nicht Thema dieser Musiksendung ist. Aber was ich damit sagen will, ist, das hier, was hier beschrieben wird, hat eben jetzt nichts mit der mit einer positiven Geschichte zu tun. Und wie gesagt, nochmal, es gibt keine dunkle Seite des Mondes. Ja, weil in der Bibel selber beschrieben wird, dass der Mond ein Licht ist. Das heißt, er hat eine eigene Strahlkraft. Und wenn er die dann hat, dann hat er die zu allen Seiten. Und das ist eben die Geschichte. Von vorne bis hinten, alles, was auf diesem Album hier steht, ist, wenn überhaupt, gnostische Lehre. Ja, und da passt natürlich auch dann Hypnosis und Hypnosis und wie es alles heißt, natürlich dann perfekt rein. Es ist aber, und das ist das Ding, es ist nicht die Wahrheit. Es ist etwas, was surreal ist. Es ist etwas, was ausgedacht ist. Es ist etwas, was in dem gewissen Kontext, wo sich die Herren von Pink Floyd hier unterwegs sind, genau wissen, was sie da tun und wen sie da verherrlichen. Und das ist eben die Problematik dabei. Die wissen um okkulte Sachen. Und die haben garantiert auch nicht umsonst in Pompeji gespielt, live in Pompeji. Ja, in Pompeji war damals in Italien, ich hoffe nicht, ich habe da irgendwann mal Griechenland zugesagt, weil ich früher gedacht habe, das ist in Griechenland, aber es ist tatsächlich in Italien. Da gab es mal im ersten Jahrhundert nach Christus, glaube ich, war das ein großes Erdbeben, eine große Vulkanausbruch. Und da gibt es also heute noch ganze Menge Funde aus Überbleibseln menschlicher, ihr wisst ja jetzt, was ich meine. Also, wenn ich da spiele in einem leeren Stadion, ja, aufgrund, wo ganz viele Menschen ihr Leben verloren haben vor 2000 Jahren und wo man heute noch Gebeine findet von Menschen, Entschuldigung bitte, wem diene ich da? Sitze ich da auf einer grünen Wiese? Habe ich dann ganz viele Kinder um mich herum, habe ich Tiere um mich herum, habe einen schönen blauen Himmel und sage, Mensch, wir machen hier ein bisschen Musik. Nee, ich setze mich in ein großes Stadion, so in ein Stadion eben, wo Brot und Spiele stattgefunden haben, wo damals in Pompeji eine Stadt gewesen ist, was verschiedenste Tempel gehabt hat. Ich glaube sogar über 10 Tempel. Tempel der Jupiter, Tempel der Diana und was weiß ich alles. Ich müsste das jetzt nachgucken, ist mir jetzt zu lästig. Da haben die gespielt. In einem leeren Stadion haben die da Krawall gemacht, haben ihre Sachen da gemacht und sind dann einfach wieder abgerauscht. So, das ist dann Kunst. Muss nicht jedem gefallen, aber unter dem Kontext, dass ihr wisst, da sind ganz, ganz viele Menschen umgebracht worden, das ist letzten Endes, wenn man so will, eine Trauerstätte. Ja? Da sind
Tausende von Menschen sind bestialisch umgekommen durch Hitze, durch Lava. Das ist doch wohl zwingend negativ. Das sind, wenn du so willst, ist eine Stätte, für die Okkultisten ist das eine Stätte von Menschenopfern. Und das ist eine Sache, die so ein Pink Floyd-Mensch, der halt jetzt einfach so halt die Gruppe gut findet und die Musik gut findet, was ja ganz klar ist, haben wir alle mal irgendwie gut gefunden, sich gar nicht vergegenwärtigt. Ne? Der kennt die Geschichte um Pompeji nicht. Der kennt die ganzen Tempel nicht. Interessieren die Leichenfunde nicht, der interessiert nur die Musik. Und dann spielen die halt. Ja, Entschuldigung bitte. Pink Floyd war auch damals schon, als sie gespielt haben in Pompeji, schon eine sehr bekannte Gruppe gewesen. Und das ist richtiger Aufwand, da Instrumente nach Italien zu schiffen, die ganze Geschichte da aufzunehmen und die Jungs darüber zu schaffen. Da reden wir nicht von 10.000 D-Mark. Also, wo ist der Hintergrund? Warum haben die ausgerechnet in Pompeji gespielt? Wieso haben die nicht irgendwo in London oder was weiß ich wo, auf irgendeiner grünen Wiese gespielt? Warum sind die ausgerechnet nach Pompeji gefahren, da in eine Stadt, wo so ein großes Leid über Menschen gekommen ist? Und solche Fragen, die stelle ich mir. Und ich erwarte da keine Antwort drauf. Aber solche Fragen stelle ich mir. Warum? Und das ist eben das Sesamstraße. Und dann unterstellt mir bitte, nee, Sesamstraßenniveau, aber ich frage immer, wer, wieso, was und warum? Und auf diese Frage habe ich jetzt keine Antwort, aber ich möchte heute einfach nur zum Nachdenken anregen. Und deswegen glaube ich, ist es heute für heute der richtige Zeitpunkt, um das jetzt mal hier zu beschließen, damit wir die Sendung auch nicht zu lange machen. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung, wo wir dann noch mehr zu diesem Cover rausfinden und Sachen, wo ihr dann auch wirklich dann sehen könnt, boah, echt? Das war dann wirklich so. Ja, war wirklich so. Ich habe mir wirklich verschiedene Webseiten angeguckt und ich habe da eine gewisse diffizile Meinung zu. Und dann machen wir halt weiter mit der angeblich dunklen Seite des Mondes. Und jetzt würde ich gerne noch von dem Jörg doch einen Abschlusskommentar erbitten. Ja, das ist nicht ganz so leicht, da einen Abschlusskommentar drauf zu machen, weil 90% oder ja, sicher 90% der Musik, von der du sprichst, die habe ich nie gehört. Das ein oder andere Lied habe ich irgendwann mal gehört, aber war da nie irgendwie ein großer Fan von. Ich habe mich nie so in der Musik aufgehalten. Ich habe andere Dinge vielleicht gehört, aber von daher ist das alles ziemlich neu für mich. Was ich begriffen habe, und das habe ich nicht erst seit dieser Serie begriffen, das wusste ich auch vorher schon, ist, dass die Musikindustrie durch und durch satanisch ist. Und wir sprechen dann nicht nur von der Musikindustrie des 21. Jahrhunderts, das wird interessant, wenn wir da hinkommen. Und wir sprechen auch nicht nur von der Musikindustrie des 20. Jahrhunderts. Nein, interessant finde ich, dass wir mal zurückgegangen sind bis ins 18. Jahrhundert. Mozart und die Zauberflöte. Die, was die Leute heute sagen, klassische Musik. Und meine Mutter sagte, als sie das gehört hatte, als sie dieses Video gesehen hatte über Mozart, so von, ja, ist das denn jetzt verkehrt, wenn ich die Musik, die hat mir doch immer so viel Ruhe gegeben, die war doch immer gut. Ja, das ist wunderbar, wenn das so bei dir wirkt, aber wenn du dann daneben die Inszenierungen siehst, weil Zauberflöte war ja eine Oper, wenn man dann nicht nur die Musik hat, sondern wenn man dann daneben auch noch den Text hat und diesen Text hört und den Text sogar versteht und die Bilder sieht, dann ist es satanisch. Wenn man nur die Musik hört, dann würde ich noch sagen, gerade bei dieser klassischen Musik, gut, kann sein, dass das bei dir sowas bewirkt, dann ist das schön, wenn das so für dich ist, aber es ist nicht die Absicht. Und das ist eben das Problem. Warum werden solche Dinge produziert? Sie werden produziert, um euch zu unterhalten, um euch besessen zu machen oder offen zu machen für Besessung, und zwar Dämonenbesessung, weil der Teufel will mit allen Mitteln dafür sorgen, dass ihr von Jesus Christus wegkommt. Und wenn ihr Musik frönt, die nicht unseren Schöpfergott verherrlicht, ja, dann frönt ihr Musik, die von der anderen Seite ist. Das tut mir leid, das so sagen zu müssen. Ob das jetzt klassische Musik aus dem 16., 17., 18., 19. Jahrhundert ist oder moderne Musik, wie wir sie heute haben. In der Bibel steht irgendwo geschrieben, dass die schönste Musik ist, das sind die Psalmen, die aus unseren Herzen kommen, die wir in unseren Herzen singen. Ja? Und ich habe ein paar Lieder von dieser Abigail Miller, da gibt es so ein 4-Stunden-Video, wo die das eine Ding nach dem anderen runtersingt. Da habe ich ein paar gemacht, die brauche ich oftmals als Intro oder Outro. Ist ja hier bei diesen Videoserien, ist ja auch das Outro, ist ja auch von Abigail Miller. Über die Lügner, ist ja auch von ihr gesungen. Das ist ziemlich schön. Das gebraucht Bibeltexte und die Musik finde ich auch eher fröhlich im Allgemeinen. Aber Musik sollte den Herrn, unseren Schöpfergott, verherrlichen.
weder die klassische Musik von Mozart, Beethoven, Wagner, nennen Sie mal alle auf, wie sie alle heißen, weder die noch diese ganze moderne Musik, die wir hier in diesen Videos angesprochen haben, ist dafür da, um unseren Vater im Himmel und Jesus Christus zu verherrlichen. Und alles, was nicht dafür da ist, um ihn zu verherrlichen, ist dafür da, um ihn zu verdrängen, um ihn zu beleidigen, um seinen Namen zu missbrauchen, Übertretung des dritten Gebots, ja, mithilfe von Symbolen, mithilfe von Abbildungen, Übertretung des zweiten Gebots, um anderen Göttern zu frönen, nämlich der Sonne und dem Gnostizismus, Übertretung des ersten Gebots. Ja, wie weit muss ich denn noch gehen? Und das ist die Essenz dieser Lehre, die wir hier machen, mit diesen, schau, weder Michael noch ich wollen euch die Musik madig machen. Wenn ihr da nicht von ablassen könnt, okay, dann seid ihr halt nicht im richtigen Geist. Ich kann euch nur ein Ding sagen, das könnt ihr jetzt von mir glauben oder ihr könnt es nicht glauben. Es ist mir vollkommen wurscht. Ich habe damals Musik gehört, hauptsächlich Rammstein, AC/DC, Guns N' Roses, Eminem. Die vier Dinger. Rauf und runter und im Auto so laut wie möglich und mitgebrüllt wie ein Idiot. Die Texte nicht verstanden, ne? Nicht drüber nachgedacht, ne? Mitgesungen wie ein Bekloppter. Echt wahr. Dass meine Mutter immer sagt, oh, wenn du mich damals mitgenommen hast, hast du Musik so laut. Ich sage, ja Mutti, heute kann ich mich dann nur für den entschuldigen. Heutzutage, ich traue mich gar nicht mal mehr, selbst noch mal irgendwo danach zu hören. Diese, mir wird physisch schlecht, wenn ich diese Musik höre. Ich kann das nicht mehr ab. Ich habe glücklicherweise einen Geist, der das von sich weist und der meinem Körper und meiner Seele ganz deutlich macht, Jörg, bitte nicht. Und ich möchte, dass ihr alle mit diesem selben Geist, von diesem selben Geist vereinnahmt werdet. Dass ihr alle von diesem selben Geist geleitet werdet. Und dass ihr die Dinge schön findet, die Gott dafür geschaffen hat, dass sie schön sind. Gott hat die Musik zwar durch Luzifer geschaffen, um es jetzt mal so zu sagen, weil er hat ja alles geschaffen im Endeffekt. Aber alle Dinge kann man für Gutes und für Schlechtes gebrauchen. Und die Musik, wie wir sie hier in dieser Welt haben, in dieser materiellen Welt haben, ist schlecht. Deswegen ist nicht alle Musik schlecht. Es gibt auch gute Musik. Wie gesagt, in der Bibel gibt es Bücher, die beschäftigen sich unter anderem die Psalme und Hohelied und Salomons Hohelied und so weiter, die beschäftigen sich mit Musik. Lest die Stücke mal. Und da gibt es auch Melodien für, die kann man im Internet finden. Und lasst solche Musik in euer Herz ein. Und das kann euch dann ein ganzes Stück weiterbringen. Und zwar näher zu Gott. Und nicht weiter von Gott weg, wie all diese andere Musik das tut. Ich hatte das jetzt nicht geplant, so eine lange Rede zu machen zum Ende. Entschuldigung, Michael. Aber das lag mir ein bisschen auf dem Herzen, um das mal zu sagen. Weil wir wollen es euch wirklich nicht madig machen. Aber erst, wenn ihr aufgeklärt seid über diese Musik und was da genau hintersteckt, wer, wie, was, wo, warum, ne? Sesamstraße, dann habt ihr die Möglichkeit, Nein zu sagen. Nein, das will ich nicht. Und da wollen wir helfen. Bitte, Michael. Ja, das ist eben das Problem, dass wir in diese Welt geworfen werden und dass eben das, was hier passiert, wir als die Normalität empfinden, aber was sie eigentlich gar nicht ist. Das heißt, wir leben jetzt wirklich in einer satanischen Matrix, das ist nichts anderes. Und die Leute, die die Matrix gemacht haben, beziehungsweise diesen Film gemacht haben, die lachen sich kaputt über uns, weil wir natürlich glauben, ja, die Matrix, die gibt es nur im Film. Und wenn es die gibt, dann hier, dann hat die damit zu tun, dass es dann irgendwelche bösen Leute gibt und irgendwelche Schatten und was weiß ich alles und so. Und dass das dann halt einfach weltliche Menschen sind und so. Nein, das ist es nicht. Und das zeigt die Bibel halt ganz deutlich, ne? Lest mal Lukas Kapitel 4, Vers 6. Und das ist eben die Sache dazu. Wenn man die Bibel nicht hat, dann kommt man da nicht hin. Man kommt einfach nicht auf diesen Schluss. Ja, das ist halt einfach so. Und deswegen mache ich das auch hier einigermaßen ausführlich. Ich tut mir leid, dass es mittlerweile 66 Seiten sind, mit Tendenz steigend. Aber das hat halt einfach damit zu tun, dass alles miteinander zu tun hat. Und es sind immer dieselben Protagonisten, es sind immer dieselben Agenten, die da laufen. Nur halt in einer wechselnder Zusammensetzung. Und der eine macht mal dieses, der andere macht mal jenes. Aber die ganze Geschichte schreitet halt einfach fort. Und der Punkt an der Sache ist, ich hoffe, das macht euch Spaß dabei. Und ihr könnt ja gerne in den Kommentaren da sagen, hier hätte ich gerne da ein bisschen länger oder da ein bisschen weniger. Dann kann ich mich vielleicht in Zukunft da mal so ein bisschen drauf dann einrichten. Aber
Für mich ist es wichtig, halt da wirklich nicht oberflächlich dran zu gehen, sondern zu sagen, okay, guck mal hier, Platte, Name, Cover, dieses, jenes. Und in der nächsten Folge kann ich euch sagen, kommt immer noch das Cover dran. Da habe ich nämlich dann noch so 2, 3 Goodies zu und dann kommen wir vielleicht mal endlich dazu, dass wir auch mal ein bisschen Musik hören können. Aber bis jetzt war ich vor einem schon mal zufrieden, so dass wir schon mal die Sachen da mal vernünftig ausgedröselt haben. Und ich denke, bei den ganzen Sachen, die Leute, die jetzt vielleicht über 30, 40 sind, die werden da einige Titel und einige Sachen erkannt haben und sagen, stimmt, habe ich noch. Habe ich, stimmt, da war ja mal was gewesen. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr mal selber auf die Reise geht. Und ja, meine Reise, mein Ausgangspunkt und mein Zielpunkt ist halt immer die Bibel, weil ich nur dadurch verstehen kann, wie die wahre Gewaltenteilung in der Welt hier funktioniert. Und Satan ist halt die Macht über alles Materielle und damit auch über die Schallplattenindustrie, damit über die Filmindustrie, damit über die Nachrichtenagenturen und so weiter alles ergeben. Ja, denn die Leute bekommen ja nicht umsonst ihre Einfälle und ihre Inspiration. Die bekommen sie letzten Endes halt aus dem Geist. Ja, und ein Mensch ohne Geist kann gar nicht existieren. Der sitzt einfach nur dumm in der Gegend rum und weiß gar nicht, was er machen kann. Also wer mir erzählt, ich habe aber nicht so einen Geist oder so, es kann nicht sein. Du brauchst den Geist für alles Mögliche und ohne das sitzt du da und hast nur noch autarke Funktionen irgendwo im Körper, aber du kannst halt keinen vernünftigen Gedanken mehr denken. Oder du kannst halt gar nicht mehr denken und das ist halt einfach schon schwierig. Ne? Versuch mal nicht an 99 Luftballons von denen zu denken. Ja? Das schafft keiner. Und deswegen die Manipulation, die stattfindet auf diesen ganzen Ebenen, ist so massiv. Und die nehmen wir als Normalität wahr, was sie eigentlich gar nicht ist. Ihr findet kein Lied von diesen ganzen Artisten, wo man wirklich sagen kann, guck mal hier, das meint er dann so und so. Und selbst das, was man meint, so wie Michael Jackson, We Are The World, ja zum Beispiel, ne? Da gibt es ein ganz tolles Video von, ne? Michael Jackson ist satanic. Guckt euch das mal an. Gut, und im Gegenzug sagst du, jetzt haben wir 2 Stunden lang über die ganzen fiesen Dinge in dieser Welt geredet, gibt es halt nur eine Möglichkeit, und zwar sich einfach mal mit Gott auseinanderzusetzen und mit seinem Plan für die Rettung, die ja eigentlich Jesus Christus im Wesentlichen heißt. Das ist der einzige Weg, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, 6. In diesem Glauben stehe ich, mit dieser Wahrheit gehe ich, lasse ich mich messen. Und das Thema ist, wenn ihr wirklich christliche Musik machen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Aber ich glaube, es gibt eine Sache, worüber sich der Gott, der wahre Gott des Universums, der Schöpfergott, am meisten freut. Und zwar bei einem Wort, wenn er ihm das mal sagt. Wenn er nicht immer alles sagt, ich hätte gerne, ich möchte, ich will, ist gar nicht der Punkt. Der eine Satz oder das eine Wort, was ich meine, was man immer sagen muss, ist einfach nur Danke. Und deswegen kann ich euch nur dazu raten, die Bibel zu lesen, als Schlusswort wie immer. Ja, bitte lest eure Bibel. Ich sage das nicht als Befehl, sondern als ich sage einfach, bitte lest eure Bibel. Ich würde mir wünschen, dass viele noch zu ähnlichen Erkenntnissen kommen und dann vielleicht einen ganz anderen Gefilden Aufklärungsarbeit leisten und da genauso viel Spaß dran haben wie der Jörg und ich. Also bis dahin, bis zur nächsten Folge. Alles Gute für euch und eure Familien. Lest eure Bibel. Maranatha. Maranatha. They say